Hallo ihr Lieben, ich teste heute mal wieder ein DIY bzw. einen Hack für euch, der ziemlich cool ist, wenn er funktioniert. Und zwar geht es dabei um einen Regenbogen-Textmarker. Und zwar so einen Textmarker, der in einen Regenbogen-Textmarker verwandelt wird. Also dass der nicht mehr einfarbig ist, sondern dass dieser Balken dann ein Regenbogen ist. Und das finde ich ziemlich, ziemlich cool. Vor allem, weil man dadurch dann auch diese langweiligen Texte für die Schule und für die Uni ein bisschen aufpeppen kann. Und da braucht man auch nur ganz wenige Sachen dafür. Und wenn es klappt, dann bin ich begeistert. Das kann ich euch sagen. Und ich würde sagen, wir starten jetzt direkt mal mit dem DIY. Viel Spaß! Laut Anleitung brauchen wir gerade mal drei Sachen und es sind einfach nur drei Textmarker. Es ist komplett egal, welche Marke das ist, aber es muss auf jeden Fall gelb, blau und pink sein. Aber wie gesagt, die Marke ist komplett Wurst, da könnt ihr auch irgendwelche vom Aldi kaufen oder so. Der Textmarker, der dann später unser Haupttextmarker ist, ist der gelbe und den werden wir jetzt einfärben. Nämlich nehmen wir jetzt mal den roten oder beziehungsweise den pinken Textmarker. Und jetzt werden wir die eine Spitze hier einfach einfärben, also einfach nur dran halten. Und dann wird anscheinend die Farbe aufgenommen und es gibt so einen kleinen Farbverlauf. Okay, das funktioniert eigentlich schon mal ziemlich gut. Wie ihr seht, bin gespannt, wie das noch so weitergeht hier. Also einfach dranbleiben, ihr müsst da glaube ich jetzt nicht drin rummalen, sondern einfach nur so draufbleiben. Vielleicht da oben noch ein bisschen. Jetzt haben wir, wie ihr seht, die eine Seite eingefärbt und jetzt kommt noch die andere Seite, nämlich mit Blau. Das funktioniert genau gleich, also wir gehen wieder hier dran und bleiben dran und warten, bis da so ein bisschen Farbe drin ist in dem gelben Textmarker. Weil dann gibt es auch diesen Farbverlauf von quasi pink, orange, gelb, grün, blau, wenn alles nach Plan läuft. Wir hoffen es einfach mal. Und prinzipiell wäre es jetzt, glaube ich, fertig. Es sieht schon sehr vielversprechend aus. Ich bin gespannt. Ich werde es jetzt direkt mal austesten. Okay, der große Moment ist gekommen und wow, es geht echt. Es ist nur viel pink und viel blau und wenig grün und gelb, aber es funktioniert. Oh mein Gott, wie geil. Oha. Okay, geil. Ich glaube, das ist bisher mein liebstes DIY, was ich ausprobiert habe. Das ist echt geil. Ich habe jetzt einfach mal ein altes Arbeitsblatt von mir genommen und gucke jetzt mal, wie das mit Text quasi aussieht. Also wenn wir jetzt hier was markieren. Wow. Okay, sehr cool. Wie ihr seht, also eigentlich mega genial. Richtig cool. Ich bin mega begeistert, dass es so einfach funktioniert hat. Also hier ist das Endprodukt und also es hat geklappt, ne? Ihr habt es ja gesehen, es hat geklappt und ich bin begeistert. Wie gesagt, mir fehlen die Worte, weil ihr wisst, ihr kennt mich mittlerweile. Meine DIYs funktionieren oft nicht, weil ich einfach komplett talentfrei bin, was Basteln betrifft. Und es ist ein wahres Erfolgserlebnis für so einen Dödel wie mich. Ich glaube, der Regenbogen würde noch schöner rauskommen, wenn ich ein bisschen weniger von dem Pink und von dem Blau genommen hätte. Aber ich finde es richtig, richtig cool und ich werde ihn jetzt immer wieder so ein bisschen nachfüllen, wenn man ihn halt wieder ein bisschen so auffüllen muss oder wie man es halt nennen möchte. Und dann freue ich mich schon wieder, wenn die Uni losgeht. Nein, ich freue mich eigentlich nicht, wenn die Uni losgeht. Aber ich freue mich auf jeden Fall, Texte damit anzumalen. Schreibt mir unbedingt mal in die Kommentare, welche DIYs oder welche Hacks ich unbedingt mal ausprobieren soll. Denn ich habe jetzt endlich Ferien. Woohoo! Und dementsprechend möchte ich auch viele tolle Videos drehen. Und ja, ansonsten könnt ihr mir auch sonst gerne irgendwie Videovorschläge, Videowünsche in die Kommentare schreiben. Denn, ne, ich bin motiviert, das kann ich euch sagen. Wenn euch das Video gefallen hat, dürft ihr mir natürlich gerne einen Daumen nach oben geben und mich abonnieren, wenn ihr das noch nicht getan habt. Da freue ich mich nämlich sehr. Twitter, Instagram, Snapchat, Facebook und so weiter und so fort findet ihr wie immer alles in der Infobox verlinkt. Und dann würde ich sagen, wir sehen uns beim nächsten Mal wieder und ich wünsche euch einen wunderschönen Tag. Tschüss!